Warte! Billy! Verschwinde! Pack den Köter ins Auto, wir sind fertig. Jetzt hätte mal her, die Papiere, jetzt hätte mal her. Na klar, na klar. Die sehen aber verdammt gut aus, ne? Waren ja auch nicht ganz billig, ne? Hey! Los! Dorte! Dorte! Ja? Komm mal eben rüber, musst mir einen Gefallen tun. Dir tue ich doch jeden Gefallen, Heinrich. Ist aber nett von dir, Dorte. Du musst mal rüber zum alten Hansen fahren. Jetzt noch? Jetzt noch. Fahr durch die Parzellen, bist in 20 Minuten zurück. Diesen Anlasser gibst du dem Hansen. Ich habe ihn ihm versprochen, er wartet drauf. Und vergessen, ne? Hau ab, sonst wird's zu spät. Wo ist denn der Hund? Hinten bei Erich. Erich! Erich! Was denn? Purzelchen ist doch bei dir, oder? Nee, wieso? Was? Ich hab Purzel in der Hütte vergessen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Mensch, Rita! Purzelchen. Da ist ein Hund eingesperrt, Billy. Dämlicher Köter. So, jetzt kommst du mal hin, Köter. Du sollst dich beißen, verdammt nochmal! Hörst du mir? Mit dem dämlichen Gejaule, sonst kommst du in die Pfanne, ne? Udo, das heißt Liebchen! Das war faul, Billy. Ich rede, wie ich denke! Jetzt da wirklich total verblödet! Hau, ich habe gesprochen! Mach das selbst, oder?
Vielleicht. Du musst doch wissen, ob die Sache faul ist oder nicht, du Idiot. Stimmt doch, sitzender Büffel, oder? Meine Schwester, sprechender Vogel, redet ungebührlich. Dieser heilige Platz erlaubt nicht diesen argen Ton. Hau! Ist mir doch egal, du blöder Häuptling. Wieso nennst du mich blöder Häuptling, sprechender Vogel, hä? Außerdem müssen wir erstmal rausfinden, wem der Garten überhaupt gehört. Ja, und wie? Wie stellst du dir das eigentlich vor, hä? Wir fragen einfach die Nachbarn. Tagsüber ist da immer jemand da. Wir machen erst mal einen Plan. Was denn für ein Plan? Das möchte ich aber auch wissen. Den Garten oben auf dem Haus. Was ist denn das? Haus, jetzt mal gucken. Oh, Bruder, das hab ich vergessen. Johnny und Conny, ihr sollt doch während der Öffnungszeit nicht durch die Ausstellungsräume. Ja, was ist denn mit euch los? Wie seht ihr denn aus? Wir haben was probiert, ja, für die Schule, müssen wir. Ja. Ja, genau, für die Schule, ja. Für die Schule. Alle, ja, auch Sie, auch Johnny, ja, müssen alle probieren in der Schule. Ja. Mahlzeit, darf ich mal deine Zeitung lesen? Von mir aus. Mahlzeit. Guten Tag. Die beräumten Lager aus. 2800 hochwertige Videorekorder. Und 600 wertvolle Kameras. 1,2 Millionen Mark. Also das ist doch... Du, das ist doch auch die Sonderausstellung. Kinder? Danke. Danke. Vielen Dank, mein Freund. Ja, nee, die Frau hat sich nichts geändert. Ja, vielen Dank. Mahlzeit. Jo! Kaffee! Die räumten Lager aus. 2800 hochwertige Videorekorder, 600 wertvolle Kameras und mehr. Tja. Das ist bestimmt kein Zufall, dass die dieses Haus ausgesucht haben. Wenn das die sind, über die ist doch klar, Torte. Wir müssen jemanden fragen, der nicht merkt, weshalb wir fragen. So blöd kann der doch nicht sein. So, so. Ihr sucht also einen Blöden. Stimmt's? Nein, einen, den wir mögen. Mögen. Den wir mögen, ja, mögen. Also, mein Vater sucht nämlich einen Garten. Ja, ja, wegen der Lunge. Ja, der hat nämlich früher im Bergbau gearbeitet. Und da braucht er jetzt viel frische Luft. Hm? Und da dachten wir so, er, und er auch. So, dass wir ihm so einen Garten besorgen. So wie der hier. Wissen Sie, wem der gehört? Der sieht so unbenutzt aus. Ja, wenn der so schlimm ist, dann wünsche ich ihm gute Besserung. Ach ja, der Garten. Ich weiß auch nicht, wem der gehört. Moment mal bitte! Moment! Wer sind denn die Leute? Ich weiß nicht, wer die sind. Die Leute, die kommen ja auch immer erst so spät, da sind die anderen schon längst fort. So, so, im Bergbau. Wusste ich gar nicht, dass Papp so schwer gearbeitet hat. Gut, nicht? Und was machen wir jetzt? Beobachten. Nachts? Waren denn sonst klar nachts? Heimlich, jeder ist mal dran. Und Biss macht den Boten. Die Taube macht den... Ja, na klar! Da gibt's kein Telefon und Biss ist sofort bei uns. Und wie erfahre ich, wenn's los geht? Du erfährst es sofort, als Erster. Du fängst nämlich an. Heute Nacht. Heute Nacht. Viel Spaß. Nicht schimpfen, Martha. Es ist zwar spät, aber sicher nicht zu spät. Essen wir, ich hab Hunger. Gleich, Hermann, Moment noch. Wollen wir nicht essen gehen, Hermann? Joni, Conny, was meint ihr? Zum Chinesen? Gute Idee, Martha, gefällt mir gut. Aber bitte schnell, ich hab Hunger. Joni, Conny, also wir gehen zum Chinesen, was ist? Kommt ihr? Oh Mann, hab ich einen Hunger. Lass uns doch wieder zu den Chinesen gehen. Was machen wir jetzt? Na, du weißt schon, bei dem wir damals waren. Der ist gut für meine... Na, Tempo! Conny! Johnny, wir fahren los! Mein Gott, was ist mit dir los? Mach da, komm doch mal. Ist schon gut. Ich habe nur so dolle Kopfschmerzen. Oh,
Oh Mann, Kopfschmerzen in deinem Alter. Du hast also Kopfschmerzen? Joni. Oh Mann, hab ich einen Hunger. Und du könntest auf keinen Fall aufstehen. Tja, dann gehen wir eben zu dritt. Brauchst du noch etwas gegen die Kopfschmerzen? Nee, ich brauch nichts. Ist gleich besser. In 3 oder 4 Stunden. Bis nachher, Joni. Ich mochte als Kind auch kein chinesisches Essen. Haben wir heute Mittag eigentlich was gegessen? Ich fall gleich um. Magda! Wie heißt der denn noch, dieser Chinese? Heinrich I. 1919 bis 1936. Lothringen zurück zum Reich. Haute die Ungarn 1933 K.O. Heinrich II. 1002 bis 1024. Genannt der Heilige. Oh Mann. Heinrich III. 1039 bis 56. Streit mit den Päpsten, mit mehreren. Heinrich IV. 1056 bis 1106. Rannte nach Canossa. Conny? Das muss ich morgen alles auswendig wissen. Die Länder von den Heinrichs und die Päpste und so und noch viel mehr. Und chinesisch essen gehen möchtest du nicht? Wir haben nämlich Hunger. So einen. Tut mir leid, ich habe leider keine Zeit. Heinrich der V., 1106 bis 1125. Kondoka. Quatsch, alle Heinrichs auswendig zu lernen, wo ich schon Hunger habe. Worms. Heinrich der VI. 1190 bis 97. Ja gut, Bibs. Brauchst keine Angst zu haben. Vielleicht dauert das auch gar nicht so lange. Dann bist du auch schneller wieder zu Hause. Ich meine in deinem Käfig. Letztes Mal sind die auch um diese Zeit gekommen. Ich hätte mir ein Kissen mitnehmen sollen. Was meinst du, ob die kommen? Wie viele Kilometer sind das? 3. Dann braucht Bibs 3 Minuten. Höchstens 4. Und was machen wir, wenn die Sache schief geht? Dann rufen wir die Polizei. Hacker. Noch 2 Stück. Ja. Nächsten Freitag geht die Ware weg und dann gehe ich erstmal für 8 Wochen in Urlaub. 3-mal darfst du raten, wohin? Auf. Auch ein Schrebergarten als Rentner, hä? Sehr. So, hier sind die letzten 2. So. Und von wegen Urlaub auf dem Schrebergarten. 8 Wochen Acapulco. Acapulco! Die sind ja schon da. Bips. Und du bleibst hier mit mir, ich hab dir neuen Arsch. Ich bin leid, Bips. Du kriegst einfach besser als ich. Überhaupt keinen Spaß. Halt die Rita da raus. Von der Karre darf die überhaupt nichts wissen. Ich kann schweigen, das weißt du doch. Ja, das will ich hoffen. Keiner schweigt so wie ich. Kein Wort zu Werner. Fuhre, da haben wir es geschafft. Erzähl doch Rita mal von deinem Urlaub. Was? Ja. Was? Acapulco. Ja, du, wir fliegen 12 Wochen nach Acapulco. Ja. Du fliegst. Und ich wäre heute so gern chinesisch essen gegangen. Ob wir heute noch kommen? Der Tee schmeckt beschissen. Mir schmeckt er. Sagst du nur, weil du ihn gemacht hast.
Er riecht wie bei Mami und sieht auch so aus. Aber er schmeckt bestimmt. Deine Brote sehen auch nicht gerade gut aus. Tja, die schmecken aber. Pack das weg, das macht mich nervös. Na, jedenfalls wissen Sie nicht, wer das Ding gedreht hat. Na, hoffentlich bleibt's dabei. Ja, wenn die anderen dicht halten und im Hafen alles läuft wie bisher, in 3 Tagen ist das erledigt. Hoffentlich. Ja, wieso denn nicht? Nur so. Ja, nur so. Purzelchen und ich, wir haben da so ein Gefühl. Rita, red doch nicht so ein Quark. Was weiß denn dein Köter? Für dich immer noch Purzel. Klar? Da. Die beräumten Lager aus. Der Werner wird sich freuen. Ich glaube, ich träume. Udo! Werner! Besuch! Raus! Was ist hier los? Kommst du her? Komm mit! Kommt der überhaupt her? Woher soll ich denn das wissen? Der Köter hat doch ein Gefühl. Werner, das ist doch nicht dein Sohn. Verschwinde. Du hast 2 Möglichkeiten. Du redest sofort oder ich muss dich fertig machen, Kleiner. Du hast keine Lust zu reden, das verstehe ich. Dann stelle ich dir die Fragen und du schüttelst oder nichts mit dem Kopf, okay? Wer hat dich hier geschickt? Bist du alleine gekommen? Du willst immer noch nicht reden. Dann lass dir was einfallen, bis wir hier fertig sind. Die Zeit hast du nicht. Du machst das die Arbeit nämlich unnötig schwer. Hallo, Zhongguo Xie, wenn你们有需要任何的公保基金。 Danke. Also irgendwas stimmt da nicht, Hermann. Conny ist leidenschaftlich gern chinesisch. Und Joni hat in ihrem ganzen Leben noch nie Kopfschmerzen gehabt. Die hatten einfach keine Lust mit uns Alten. Kann ich gut verstehen. Ich bin als Kind auch lieber mit den anderen weggegangen als mit den Eltern. Denk doch bloß an die entsetzlichen Sonntage. Och, jeder Sonntag mit Familie war doch wie Totensonntag. Sag mal, was hast du gerade gesagt? Totensonntag. Ich hätte auch sagen können... Du bist als Kind viel lieber mit den anderen ausgegangen, hast du gesagt. Sag mal, wo ist eigentlich die Taube, Hermann? Ja, Mensch, du warst doch die ganze Zeit draußen beim Auto. Ich hab hier drinnen gehockt, Mensch. Wenn das Mami wüsste. Die ist im Konzert und denkt, ich wäre schon längst im Bett. Bodenkugel Spedition. Nee, 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 nee,
Agenda, hä? Ach, das war's. Mach's gut, Bibs. In einer halben Stunde ist Feierabend. Und ganz besonders für dich, wenn du nicht sagst, was mit dir ist. Ach, es wäre schön, wenn man da durch könnte. Aber dazu müsste man fliegen. Fliegen müsste man da können. Ist was faul im Hause, Löffel, du hast recht. Man muss zugeben, dass man selbst dann noch von seinen Kindern verfolgt wird, wenn sie nicht da sind. Ich möchte furchtbar gern mal in Ruhe und ohne Sorgen etwas unternehmen. Ohne mir dabei den Kopf über das Wohl der Kinder zu zerbrechen. Ach, Magda, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Die Kinder sind zu Hause vom Fernseher oder lernen alle deutschen Heinrichs des Mittelalters auswendig. Wir sitzen hier beim Essen und um Bibs brauchst du keine Sorgen zu machen. Erstens kann sie fliegen, zweitens weiß sie, wo ihr Käfig ist. Warum sollte Bibs am späten Abend durch die Stadt fliegen? Was weiß ich. Vielleicht fliegt sie auch gar nicht. Sitzt irgendwo im Käfig. Bei Thorsten vielleicht. Torte, das ist es. Mensch, Hermann, du hast recht. Etwas ist faul im Hause Löffel. Bin gefangen. Hafen. Lagerhaus. Spedition Rubenhubel. Hilfe. Drei Ausrufezeichen. Dort ist in Gefahr. Und jetzt? Ich hab Schiss. Hacker. Hacker. Hacker, genau, Hacker. Nimm das Telefonbuch. Wollen wir die zuerst im Restaurant anrufen? Im Weltkreis gibt mindestens 20. Hacker! Jetzt hör doch mal auf, das Tablet, ich kann ja gar nichts lesen. Ich muss mal, dann such du, ruf du an. Und dann einfach auflegen. Klar? Der wohnt ganz in der Nähe. Echt? Wirklich? Im Lagerhaus. Im Hafen, Herr Oberkommissar, da wurde ein Kind gekidnappt, wegen der Videorekorder. Das ist keine Lüge. Klasse, los komm, das will ich sehen. Er sagt Oberkommissar. Die Löffelkinder sind wieder da. Heimann! Ich kann Sie nicht verstehen! Die Löffel! Menschenskind! Du meine Güte. Ich komme! Und? Es geht niemand ran. Ja, vielleicht schlafen sie. Ach was, die sind abgehauen. Was hast du vorhin gesagt? Totensonntag. Nein, du hast gesagt, etwas ist faul im Hause Löffel. Wir müssen warten. Wir zahlen morgen. Später. Es hat sehr gut geschmeckt. Ich fahre hier rein. An meinem Geburtstag. Holmann, ausgerechnet an meinem Geburtstag. Die Löffelkinder machen mich wahnsinnig. Bin gefangen, Hafen, Rubenhubel, Hilfe, drei Ausrufezeichen. Ich weiß, wo die sind. Komm doch, Magda, komm, lass doch den Stuhl. Frau Tennetten? Ja? Guten Abend. Aber Kuss, können Sie uns sagen, wo sich Ihr Sohn Thorsten im Augenblick aufhält? Na, im Haus, das werde ich wohl meinen. Aber wieso fragen Sie?
Der liegt im Bett und schläft, der Wachtmeister. Ist er was gebeurd? Du hast Zeit genug gehabt. Du glaubst doch nicht, dass wir Ärger haben wollen. Und schon lange nicht wegen dir. Also nochmal, wie heißt du? Thorsten. Gut, Kleiner. Wie bist du auf den Wagen gekommen? Ich frag dich zum letzten Mal, wie bist du auf den Wagen gekommen? Einfach so. Hör auf, Werner, das ist doch ein Kind. Mach das nie mehr wieder mit mir. Und du scheinst nicht begreifen zu wollen, was das alles bedeutet. Sehst du aus? Ja, so siehst du aus. Ich muss wissen, was er weiß. Und vor allen Dingen, ob er alleine ist oder ob noch jemand was gesehen hat. Verstehst du, Rita? Nein, das könnte nämlich bedeuten, dass wir heute Abend schon weg müssen. Und das wäre doch traurig, wenn wir schön waren. Tu, was du willst, aber lass das Kloppen sein. Das kann ich nicht leiden. Was ist los, Hannah? Wir müssen gehen, Mensch! Halt dich raus! Du bleibst ein paar Tage bei uns, dann werden wir weitersehen. Komm! In den Wagen. Mensch! Warum fahrt ihr denn? Oh mein Gott. Guten Abend, meine Herren! Thorsten! Ja. Thorsten! Herzlich Geburtstag, ja, ne? Ja, jetzt eine schöne Beschätzung.